Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Wario World. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Dicke gerade am Fallen. Wir haben hier nämlich noch etwas vergessen, wie ihr hören könnt, unschwer hören könnt. Kennen könnt, wollte ich ja eigentlich auch sagen. Dieser nervige Kobold hier. So, er hatte mir gerade erklärt, dass ich auch die Kamera verwenden kann. Was ein Zufall. Ups. Egal. Warten wir halt wieder, bis das runterkommt. Ja, was ein Zufall. In diesem Spiel gibt es eine Kamera. Wer hätte das wohl erwartet? Nein, diese Kegel, nein, haben wir schon abgeräumt in der letzten Episode. Los jetzt. Nein! Oh, damn it. Los, komm wieder runter. Ich wiederhole das jetzt nicht wieder, dieses ganze Zeit. Komm wieder runter. Das wäre jetzt schon ein abgenutzter Joke. Könnte ich später irgendwann nochmal verwenden, aber jetzt nicht. Okay. Wir müssen nämlich jetzt hier lang. Und wieder mal vor diesen tollen Elefanten da abhauen. Ja, wir werden jetzt auch nicht alles in diesem Level mit einem Durchgang schaffen. So ist recht nicht. Haha. Egal, ich hätte eh später nochmal Backtracking machen müssen. Aber ich kann hier noch hochklettern. Und hier drüben noch ein paar Sachen erledigen. So. Wir haben noch einen Schalter. Müssen wir gerade gucken. Doch, hier rüber komme ich auch noch. Also viel eher will ich ja... Lässt du bitte los? So, dahin wollte ich. Um an diese Truhe ranzukommen. Oh, no. Ha, okay, gleich die Feder gefunden. Das war gut. Oh, oh. Ich will mal ganz kurz was überprüfen an dem letzten Schatz. Hier ein kleiner Spoiler. Das wird uns auch noch in Donkey Kong 64 erwarten, wenn ich da weitermache. Dann folgen jetzt außer diesem Links auch da mal wieder folgen. Okay. Diese Typen sind halt auch wieder wie diese bekloppten Dinos mit der Keule. Wie ich ja schon in dem vorherigen Level erwähnt habe, waren Nintendo da nicht ganz so einfallsreich. Entweder hatten sie nicht genug Geld oder nicht genug Zeit. Weil eigentlich hätte Wario ein etwas epischeres Game auch ruhig verdienen können. Aber ich finde es trotzdem ziemlich gelernt. So, ich habe mich an einer ziemlich blöden Stelle hingestellt und dadurch die Kamera nicht gesehen. Und der Dino hat sich durch einen Bug aufgelöst. Das ist auch eine ganz lustige Stelle. Mit den Löwenketten hier. Müsst ihr verhindern, dass die euch hauen können. Und warten halt, bis er mit seinen Füßen rauskommt. Dann ist er irgendwann gelähmt, dass er in seine Kiste komplett zurückgeht. Und dann können wir mal wieder zeigen, dass Wario auf Steroide ist. Naja. Mario mag zwar Bowser herumschleudern können, aber ich glaube, Wario kann beide gleichzeitig herumschleudern. Okay, das hat uns... Ach, das war ein Fehler meinerseits. Na egal. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich hier einen von denen hätte gebrauchen können. Egal, klettern wir wieder hoch. Wir haben nämlich auch noch etwas zu erledigen. Um an diese Truhe da hinten ranzukommen. Müssen wir jetzt aufpassen, weil diese Schlangenbeschwörer nach uns schnappen. So. Nach circa 3 Hits könnt ihr auch die Schlangen loswerden. Aber ich schleudere den nicht weiter, weil hier die Gefahr ist, viel zu groß ist, runterzufallen. Ich muss irgendwie gerade an diesen einen Typen denken aus Banjo-Kazooie, Gobi's Rally, der da auch so eine Schlange hat. Aber okay, die ist nicht so komisch aufgebaut. Okay, wie ihr sehen könnt, sind die Schätze, die wir gerade erwerben, ziemlich auf Instrumente aus. Jetzt nehme ich diesen Kasten mit und dann gibt es wieder eine schöne, von Nintendo-Logik geprägte Dachluke. Wuhu, freue ich mich drauf. Nein, zu groß. Okay, nehmen wir den nächsten. Ja, das hatte ich jetzt schon mal in einer der ersten Mario World Episoden erwähnt gehabt. Es ist manchmal etwas kompliziert, in diese Luken reinzukommen und nicht im richtigen Winkel springen. Aber es hat geklappt. Oder ich habe mich reingeglitten. Oh! Nein. Bei meinem Glück verfehle ich die jetzt bestimmt.
Oh, doch nicht. Okay, also dann mache ich jetzt immer das Gegenteil in Let's Plays. Wenn ich sage, es ist einfach, wenn es einfach ist, dann sage ich, es ist schwer und umgekehrt. Okay, um weiter voranzukommen in diesem Level, müssen wir hier schön mit dem Bubbles durch. So, wie ihr merkt, sind wir jetzt quasi in Downtown von diesem Zirkus. Und gerade mal wieder von so einem komischen Kristall gefangen. Ich habe mir das immer so interpretiert, dass das wie eine Art Wächter von diesem dunklen Juwel sind, der ja Wario überhaupt dieses ganze Abenteuer hier eingebrockt hat. Und Wario ist auch wieder der Meinung, dass das alles ziemlich exzellent ist. Okay. Damit wäre auch dieser Kristallwärter vernichtet. Habe ich den jetzt irgendwie weggeworfen? Ach, war ich ein Dappert. Egal, jetzt müssen wir hier warten. Schön, wie sich Musik auch angepasst hat. Eine coole Version davon. Oh, it burns! Not into the pit! Okay, schnell wieder raus hier. Bevor diese Mistviecher hier, nein, 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 nein! Bevor sie meine Münzen stehlen. Okay. Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Was ist denn denn? Dreimal hintereinander! Oh, ich mach noch einen Hattrick, wenn es jetzt gleich nochmal passiert. Oh mein Gott, jetzt habe ich's gesagt, jetzt habe ich's ausgesprochen, jetzt muss es passieren. Oh, 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 weg. Nein. Bombs, you want it, my friend. Okay. Jetzt aber hier mal konzentrieren. Diese blöden Vögel müssen verschwinden. Hab schon, geh rüber. Oh, das war knapp. Okay. Ich brauche jetzt irgendeinen von diesen blöden Viechern, um in die nächste Dachluke reinzukommen. Okay, so sollte es gehen. Hä? Was war denn das? Was? Nein, 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 nein. Ach, wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach diese Kugel, wenn der Typ da runter geht. Und ich bin out of here. Oh mein Gott. Das ist eine der meist verhassten Stellen von mir. Da muss man sich jetzt an diese Kugel hier dranhängen und den Sprung darüber genau timen. Und das vermassel ich. Guck, das meine ich. Ah, das kann dauern. Leute. Und up. Way, mit dem zweiten Versuch gleich geschafft. Ah, der erklärt mir nur nochmal, wie der Schulter-Tackle geht. Das ist sehr sinnvoll, das jetzt in diesem Spiel zu erklären, zu diesem Zeitpunkt. Also, was ich sagen wollte war, bei meinem ersten Playthrough habe ich da mindestens 10 Versuche oder so gebraucht, um da durchzukommen. Jetzt, was kesselt ihr mich denn hier alle ein? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Oh mein Gott, er wird wütend, er wird wütend. Er hat die Almighty Keule. Ja, Deutsch voll FTW. So, jetzt aber verschwinde ich hier mal. Die sind mir alle zu blöd. Ah, dieses ganze Level ist so geil. Nicht, ohne Mist jetzt mal. Ich mag dieses Level. Zirkus. Halt, nicht runterspringen, sonst muss ich den ganzen Weg neu laufen. Ah, und es war umsonst. Yeah, so fehlen kann nur ich. Ja, der... Ich bin runtergefallen. Nee. Also viel Fortschritt machen wir ja nicht in dieser Episode. Oh nein, oh nein, Feuer. Feuer, Feuer. Ah! Das ist doch so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt finde ich auch noch diese Federn nicht, das ist doch zum Kühlmelken. Ich krieg gleich die Motten hier. Los, ich will raus. Ich will raus hier, sind alle so böse Menschen oder Viecher. So. Noch einmal. Dino-Trampolin. Juhu! Und jetzt ein Auerbach-Salto. So, ich muss nämlich erst da hoch, wie ich gesehen habe, um den Schalter zu aktivieren. Dann bräuchte ich jetzt mal einen dieser dummen Vögel. Weil, das hier, diese, lichtähnlich Karussell aussehenden Dinger, whatever, funktionieren auch nach dem Kreiselprinzip. Wobei ich eben zu dämlich war, es zu aktivieren.
Also müssen wir nochmal gerade warten, bis der Gegner zurückkommt. In der Zwischenzeit befreien wir einen nervigen Kobold. Ja, ob ich den Knobi Knauser kenne, das ist ja echt genial, dass das Spiel jetzt auf die Idee kommt, mir das zu erklären. Oh, beinahe wäre ich wieder runtergefallen. So, nochmal gerade warten. Hey, ich wollte auf die Kugel, nicht zu dir. Yeah, ich mach die Dinos voll fertig. Die so fertig immer. So, jetzt nochmal. Oh, es ging schon alleine hoch, da braucht man doch nur gegenschlagen. Na gut, das hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Wie komme ich an den... Ach, die Kugel dreht sich da unten schon. Na gut, dann machen wir hier einen Schnitt und dann geht's weiter in der nächsten Episode, Leute.